Heidi ho und ganz herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir spielen heute Operation Metro 2015 und bleiben natürlich nicht bei der ersten Flagge stehen, sondern rennen gleich weiter zu B. Warum macht unser Squadleader nicht? Komm schon, mach doch auch mal hier einen Befehl. So geht's doch nicht. Komm, das brauchen wir schon nachher. Sonst bleiben die anderen doch auch noch da hinten stehen. Denn wir müssen, wenn wir schon den Vorteil haben und auf der Seite spawnen, dann auch sofort B einnehmen. Deswegen schmeißen wir dann mal gleich einen Nathan. So. Nicht getroffen. Okay. Oh, da kommen aber welche. Komm, du kannst nichts. Ja, okay. Den haben wir. Irgendwie an dem Punkt eingenommen. Das ist die halbe Miete. Wir können gleich... Oh, können gleich einpacken. Wir haben schon gewonnen. Nee, der wurde revived. Okay. Jetzt müssen wir uns hier noch so ein bisschen festigen. Wie ihr seht, ich spiele heute auch wieder ein bisschen mit der ACE. Alleine nur deswegen, weil ich mich noch ein bisschen mit der eingewöhnen will. Weil die ja eigentlich so ziemlich mit der AK zusammen die geilsten Waffen sein sollen. Und dementsprechend möchte ich mich da auch ein bisschen mit anschließen. Oh, da haben wir ihn. Okay. Wie sieht es hier an der Seite aus? Anscheinend auch gut. Komm, ich will, dass wir endlich mal hier ein paar Punkte markieren, Mensch. Da bringt doch extra Punkte und... Oh Gott, schade. Ah, die fahren schon mit den Fahrstühlen hoch. Oh, nice. Oh, und wir wurden geheilt. Geil. Man darf ja einfach nicht vergessen, dass es ja nicht nur Punkte bringt, sondern halt, dass es auch ein bisschen das Squad fokussiert und dementsprechend brauchen wir hier Befehle. Okay, komm. Kommen sie an der Seite, oder wie? Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Es frisst sich wie immer ein bisschen fest, deswegen bin ich auch eigentlich kein echter Metro-Fan. Ja, ich kann dieses Close-Porter-Infanterie-Dings, kann ich schon irgendwo verstehen, aber ich hätte hier ganz gerne halt noch, naja, so ein paar Ausweichmöglichkeiten. Vielleicht eine komplette Ebene über uns mehr oder sowas und die Map wäre, glaube ich, ziemlich genial. So ist sie es. Nur für Leute, die nicht verstehen. Das ist ein Unterschied zwischen, komm schon, zwischen Battlefield und Competitive, wollte ich schon sagen. Tacke, den haben wir noch. Jetzt müssen wir ganz schön weg. Unterschied gibt es zwischen Battlefield 4 und Call of Duty, wollte ich sagen, weil das ist hier definitiv die Call of Duty Map schlechthin. Mit Operation Locker zusammen. Aber Operation Locker nicht ganz so schlimm. Ich meine, ab und zu macht es ja auch mal Laune und keine Ahnung was. Und man darf ja wiederum nicht vergessen, ja, auch wenn viele die Map nicht unbedingt mögen, dazu zähle ich mich dazu auch, ne? Und Linus ja auch. Gibt es ja einen extrem großen Andrang seit Battlefield 3 auf diese Map. Und dann muss man natürlich irgendwann schon sagen, naja, es ist ein Spiel, das macht... Alter, ja, komm schon, lass uns da durch. Ich glaube, er checkt es nicht vollends. Aber jetzt hat er... Oh Gott, den haben wir. Oh Gott, leider können wir auch nicht hin. Wir müssen zurück. Puh, hier können wir. Jetzt chillen wir erstmal und heilen uns ein bisschen hoch. Oh, da wird auch reingeschossen. Und Explosion auch. Das heißt, wir fahren mal lieber schnell nach oben. Ich habe nämlich keinen Bock, hier drauf zu gehen. Aber es ist halt immer im Endeffekt trotzdem noch ein Spiel. Und wenn viele Leute die Map mögen, warum denn nicht? Meine Güte, Alter. Da wollte er uns doch tatsächlich... Oh, guck mal. Squad. Ach, da wurde er schon geheilt. Na gut, okay, wenn hier Quick Revive wird, dann muss ich das wohl auch machen ab jetzt. Geht ja nicht anders. So, zackidi-zack. Haben wir markiert. Zack. Bäh. Da haben wir zwei mitgenommen. Okidoki. Sieht auf der Seite wieder ganz gut aus. Also wir müssen an sich... hier müssen wir heilen. Wir müssen an sich ja wirklich nur... Oh, komm, jetzt muss schnell gehen. Wir müssen alle kriegen. Komm, wir kriegen alle. Ach, schade, wir haben nicht alle gekriegt. Na? Wir müssen eigentlich ja wirklich nur den Punkt halten und dafür sorgen, dass er nicht durchrennt. Bei drei Flaggen, ich meine, ihr seht's, ne? Ich meine, dort ist schon ganz anständig. Wir halten jetzt zwei Drittel der Flaggen. Das ist, ja, ihr seht's an den Tickets. Also das sollte relativ easy per easy gehen, solange wir das halten. Aber es kann auch ganz schnell umschlagen. Das habe ich auf Metro auch schon erlebt. So ist es ja nicht. Komm, kriegen wir da vielleicht so einen kleinen Lucky Shot hin? Ne, ich glaube nicht. Nicht wirklich. Die Linsen da alle nicht so wirklich durch. Schade. Ich habe letztens gehört, es soll bald nochmal eine weitere Map geben. Ist aber noch ein bisschen grau umrandet, also jetzt noch nicht so safe wie Operation Outbreak und Dragon Valley, sondern es, ja, also es schien noch nicht ganz fest zu sein, aber es gibt bald dann im Endeffekt. Oh Gott, scheiße. Ein Dreck. Also es soll bald dann noch eine Map geben, die so ähnlich ist wie hier dieses Graveyard irgendwas, bloß dann in Shanghai, also Shanghai bei Nacht. Könnte es sein, ist aber, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig fix. Wenn ich dazu noch irgendwas anderes höre, sage ich euch natürlich ansonsten auch noch Bescheid. Aber es wäre natürlich ganz cool, wenn sie es noch so ein bisschen erweitert würden. Komm. Da müssen wir ran, da sind noch mehr drin. Zeit für die Glock. Bäh. Komm, den kriegen wir auch noch. Ach, hat der ein Schwein. Na gut, dann reviven wir den. Können wir gucken, ob wir da noch durch... Nee, können wir nicht mit der Waffe. Schade. Also nicht durchschießen.
Man kann ja die mit, wenn man ganz gerade rangeht, dann ist die Waffe im Endeffekt schon im Fahrstuhl und naja, da könnte man ja durchaus auch wieder schießen. Ich finde es ja ganz cool, weil man darf ja nicht vergessen, dass Battlefield 5 ja erst relativ spät jetzt im Jahr kommt. Insofern fände ich es cool, wenn sie bis dahin so ihre Politik weiterfahren und hier und da vielleicht auch mal so ein paar neue Maps einstreuen, beziehungsweise einfach auch mal diese Nachtsüberarbeitung. Die können zum Teil ja ganz witzig sein. Warum sie die nicht schon einfach auf alle Maps anwenden, das ist sowieso so eine Sache, die ich mich frage. Ja, können wir ein bisschen heilen? Alter, ich will dich doch heilen. Ich kriege ihn nicht geheilt. Oh, 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 oh Gott. Ja, haben wir noch. Okay. Aber ich gehe mal weg, hier kommen wir irgendwie auch nicht weiter. Komm schon. Don't spam with explosive steht da. Okay. Das ist ja mal cool. Oh, schön. Komm, kriegen wir noch. Och, kacke. Ja, da wieder hinten aus dem Fahrstuhl. Holt zu euch. Finde ich geil, die Regel, muss ich sagen, dass auf Metro hier nicht gespammt werden darf mit Explosives. Also, dass man hier eine Nade schmeißt, wenn sich welche in deiner Deckung verstecken oder sowas, muss halt irgendwie, finde ich, schon sein. Aber insgesamt, oh Gott, komm. Aber wenn jetzt einer sich wirklich das nur noch als Konzept nutzt und nicht mehr regulär spielt, dann bin ich auch dafür, dass das nicht unbedingt richtig sein sollte. Insofern, geil, dass sie so eine Regeln mit eingefügt haben. Kicked without reason. Ja, ist mir auch schon häufiger passiert. Man wird hier relativ häufig für VIPs gekickt, weil der Server ist so dermaßen überfüllt. Das ist schon echt heftig, also dieser DICE-Server. Hier geht's auch nicht wirklich weiter. Ich will eigentlich wirklich nur hier verteidigen. Also wir werden hier als Medic, glaube ich, immer so ein bisschen hin und her lautschen und immer da, wo es brenzlig wird, ein wenig, glaube ich, mithelfen. Guck mal, der braucht auf jeden Fall ein bisschen Medic-Zeug. Kriegt er auch sofort. Oh, guck mal, der wird auch hier hoch. Den können wir aber auch nicht zulassen. Ich meine, geil ist die AC, ja. Ich bin halt nur nicht mit der eingespielt, das merke ich immer wieder. Ich spiele mit der kurioserweise irgendwie immer ein bisschen wie mit der Skaha, weil die... Oh, der nee, ist von uns, okay. Weil die so ein bisschen von... Oh, der will, dass ich mitkomme. Na, dann machen wir doch mit. Genau, da sind wir doch da. Hier, komm, mach zu. Yay, wir freuen uns. Ja, sehr schön. Mensch, ein kleiner Raum für Humor und ach, komm, ein bisschen Fun-Action muss doch auch mal sein. In so einem Spiel finde ich toll, wenn Leute das auch machen. Komm, haben wir geheilt. Also der wurde schon geheilt, aber Medic-Zeug liegt draußen. Wir können hier mal hier hinten gucken. Vielleicht können wir es jetzt... Och, schade. Aber wir sind so weit schon unten, wir könnten mal fast versuchen, sogar noch einen weiter vorzupreschen zu deren letzten Flagge. Dann müssten wir ihnen damit so ein bisschen den Gnadenschuss geben. Oh, komm schon. Haben wir noch geheilt? Ich muss auch noch heilen. Schnell, schnell. Komm schon. Leben. Ich muss Leben rausschmeißen. Okay, das haben wir. Das haben wir schnell nachladen. Also ich glaube, auf der Seite kommen wir nicht weiter. Wir markieren es mal. Und dann gehen wir mal hier lang. Komm schon. Ja, da sind wir auch recht. Das sieht gut aus. Hier schließe ich mich mal mit an. Komm schon. Da hinten ist einer. Nicht getroffen. Oh, da können wir nicht so weit. Können wir noch nicht. Da stehen wir. Da werden wir direkt getötet. Da bin ich mir relativ sicher. Da sind wir nämlich an allerster vorderster Front und wir sollten als Medic ja nicht unbedingt ganz vorne stehen, sondern, naja, so ein bisschen eher in der zweiten Reihe, damit wir genau sowas hier machen können. Bam. Oh Gott, da werden wir aber hart beschossen. Oh, da ist er. Der will Action. Bam. Den Hammer. Ich gehe aber trotzdem mal eins zurück. Wir sind ein bisschen zu Knäppkes. Ich habe auch keinen Bock, jetzt einfach so drauf zu gehen. Oh, hier fighten sie aber auch schon ganz ordentlich. Ja, den da drüben. Nee, ich renne mal lieber nicht rüber. Hier wird nämlich hardcore geschossen. Komm schon, wir müssen es auch irgendwo schaffen. Ich meine, das ist immer noch die beste Verteidigung, selbst wenn wir es hier nicht schaffen sollten, jetzt noch zur nächsten Flagge zu kommen. Aber wenn wir hier unten praktisch wie ein Tropf auf der Flasche sitzen, dann... Ach, naja, ich verstehe schon. Dann kommen wir halt im Endeffekt, kommen sie nicht weiter und dann ja, müssen wir das Ding an sich gewinnen. Ach, fahren wir mal wieder nach oben. Also manchmal finde ich es ein bisschen komisch, dass er die Markierung, die man als Squadleader auf die Flaggen setzt, irgendwie wieder rausnimmt, wenn halt der Status sich ein bisschen ändert. Aber gefühlt auch manchmal irgendwie so wie jetzt eben gerade. Ich habe eigentlich auf die Flagge eben gerade schon einen Befehl gesetzt und dann war die jetzt irgendwie wieder weg und naja, so. Manchmal ein bisschen komisch. Das könnten sie vielleicht sogar nochmal überarbeiten. Ich versuche mal ein bisschen uns durchzuschliegen. Wenn schon mal hier Qualm ist. Okay, das sieht gut aus. Die peilen uns alle nicht. Wollen wir uns den ersten? Jetzt hätte ich gern die SKS. Die SKS wäre jetzt hier richtig schön oder eine Sniper mit Silencer wäre hier auch richtig geil. Oh Gott, den haben wir jetzt alle nicht erwischt, ich glaube. Jetzt haben sie uns auch so langsam schon mitbekommen. Schade. Ja, wie gesagt, hier eine SKS oder sowas. Oder am besten sogar eine Sniper mit Silencer. Hätten wir richtig schön gewartet. Die standen ja auch viel still, weil sie nicht damit rechnen. Und dann einen nach dem anderen und einen nach dem anderen. Dank dem Silencer kriegen sie uns nicht mit. Das ist eigentlich so ziemlich die geilste Kombi. Aber gut.
Man kann nicht alles haben. Im Endeffekt dominieren wir ja eh. Wir haben schon mehr als das Doppelte an Tickets im Gegensatz zum Gegnerteam. Da war da gerade ein Grafikbug? Da war irgendwie so ein bisschen blau bei der Explosion dabei. Das habe ich so noch nicht gesehen. Oh, da sind wir drauf. Schön, die Blendnade war echt genial gesetzt. Vom Carp Mello. Ach, der Babu-Clan. Der Fahrzeug-Clan schlechthin. Ich meine, auf Metro müssen sie ja mal als Infanteristen spielen. Auf anderen Maps, die spielen nur in Fahrzeugen. Naja, was soll's. Okay, komm, heilen wir. Bleiben wir erstmal hier. Könnten erstmal hier bleiben. Oder wir gucken mal da ein bisschen. Oh, hier geht's auch zu hart zur Sache. Jetzt machen sie aber nochmal ganz schön Druck. Oh, den heilen wir noch. Oh, da ist einer. Der denkt, wir planen ihn nicht, aber wir planen ihn. Kann er vergessen. So, schmeißen wir nochmal Leben hin und jetzt müssen wir mal. Nee, da können wir sogar nochmal heilen. Den haben wir. So, gucken wir mal in der Mitte. Haben wir nicht getroffen? Och, das ist ja schade. Oh, da kommen sie. Och, zu viele. Och, 4, 5, 6 Leute. Bam, hardcore. Jetzt überrennen sie uns da tatsächlich nochmal von der rechten Seite. Aber jetzt müssen sie wahrscheinlich schon alle Punkte einnehmen, damit sie uns ticketmäßig überhaupt noch einholen können. Das ist nämlich schon ein ziemlich großer Vorsprung. Also, so, dann gucken wir mal, aber, dass wir die gleich wieder vertreiben. Ey, komm, markier. So, danke schön. Und weiter geht's. Hallöchen, was willst du denn da hinten? Immerhin, Hilfe zählt als Kill. Fucking Camper-Map. Ja, es ist eine fucking Camper-Map. Da hat er verflucht noch eins recht. Aber es mögen ja anscheinend viele. Darf man den nicht vergessen. Okay, dann gehen wir mal vielleicht sogar durch den Mittelgang. Hier kriegt er noch ein bisschen Leben hinterhergeschmissen. Dann gehen wir mal wieder raus. Das ist nicht so mein... Komm schon. Na los. So, okay. Und weiter und weiter und weiter und weiter. Weiter. Na? Gucken wir mal schnell hier runter. Oh, da sind sie ja schon. Ich dachte, die ganze Zeit, die wären von uns. Aber jetzt haben wir sie. Okay, und näher ran. Die müssen zum Flaggenrange richtig schön rein. Und hier ein bisschen verkämpfen. Gucken wir mal, was es da so weit Feines gibt. Scheiß mal die Nate. Hm, die hat auch nichts getroffen. Die heilen wir den mal. Wir brauchen immer mehr Leute. Gott. Komm, den nächsten. Dann kriegen wir auch noch. Okay, aber wir haben die Flagge wieder eingenommen. Sehr schön. So. Und die scheinen hier auch nicht mehr wirklich zu stehen. Ich schmeiß mal Nate runter. Mal gucken, was die sagt. So wurde ich auch ein paar Mal schon bemängelt, wie ich meine Nades schmeiße. Ihr dürft nicht vergessen, dass die Nades, seitdem die schwächer gemacht wurden mit der Range, ich die an sich eher nutze, um praktisch mir anzeigen zu lassen, wo welche sind. Also ich schmeiße die immer hin, wo ich vermute, dass welche sind. Und wenn ich dann Hitmarker kriege, oh, dann weiß ich, da sind welche. Und dann schmeiße ich entweder noch eine oder dann gucke ich selber vorbei, so ungefähr. Also natürlich mache ich das jetzt nicht durchgehend, das ist klar. Aber es ist teilweise schon eine gar nicht... Oh, den kriegen wir auch noch. Ja! Das ist teilweise eine coole Sache. Weil ja hier viel gerade auf so einer Map zum Beispiel viel mit Rauch und sowas dran gearbeitet wird, damit die Leute nicht unbedingt gesehen werden. Oh, komm schon. Ach, scheiße. Die Glock. Oh, da sind sie dicke. Wir haben ordentlich ein paar angeschossen. Und da kann es auf jeden Fall manchmal bringen. Ich sage ja nicht immer, aber manchmal kann es das durchaus bringen. Oh, ja geil. Hier wird sich auch immer schön bedankt, zumindest solange ich die Zeit dazu habe. Das gehört auch dazu. Okay, versuchen wir es mal hier unten lang. So, nee. Wir gehen lieber hier nach hinten. Da unten. Sieht gut aus. Kriegen wir den noch geheilt? Nee, der wird schon geheilt. Oh, da guckt einer hoch. Ich glaube, der will Action. Nachladen. Der kommt doch immer noch hoch. Ja, der kommt immer noch hoch. Oh, den haben wir. Okidoki. Oh, da ist noch ein Mensch. Wir versuchen jetzt anscheinend ein bisschen weiter hinten durchzubrechen. Und das war 61 Tickets, dass sie nicht schon längst angefangen haben, so ich es dann auch manchmal mache, wenn man auf Metro überhaupt keine Chance mehr sieht, sich dann vielleicht mit einer Sniper irgendwo hinzusetzen und hier und da aus der Deckung heraus mal einzukriegen. Naja. Aber ist ja ganz gut, dass sie trotzdem noch versuchen weiterzumachen. Den kriegen wir noch. Zack. Bam. Und jetzt gehen wir dafür drauf. Och. The fuck is the server bitching about frag grenades? Macht er doch gar nicht. Und was heißt hier bitching around? Das ist einfach gut auf der Map. Naja, gut. Was soll's. Ist wahrscheinlich dann jemand, der gerade seinen Granatwerfer ausgepackt hat. Und, naja, dann deswegen wahrscheinlich eine kleine Abmahnung bekommen hat und die sich das... Och, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt gehen wir tatsächlich noch einfach so noch hier noch rauf. Hätten wir mal ein bisschen auf die Treppe geachtet. Irgendwie bin ich nicht davon ausgegangen, dass da weit oben schon wieder welche stehen. Naja, was soll's. It's only unlocker in Metro. Ja, seht ihr. Und das ist eine gute Sache. Das ist eine wirklich gute Sache. Wenn man die Maps einigermaßen erträglich spielen will, dann sollte man sie definitiv nicht
mit gespammten Nades und weiß ich was alles spielen, weil sonst kann man teilweise wirklich nicht mehr weiterlaufen, egal wie gut man ist. Es ist auf anderen Metro-Maps ja dann schon so gewesen. Dann hast du im Sekundentakt explodiert bei so einem Durchgang dann einfach mal irgendwas. Da kannst du nicht mehr durch. Und das ist bei 64 Mann, also wenn man schon mit 64 Mann spielt, dann finde ich zwingend erforderlich. Gut, dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. War wahrscheinlich eine etwas kürzere Runde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.